Sind wir in Moskenes und warten auf die Fähre, die morgen früh ablegt. Und dann kam gerade eine E-Mail, die Fähre für morgen ist gecancelt. Jetzt haben wir also 2 Tage gewartet, um endlich auf diese Fähre zu kommen, weil alles komplett ausgebucht ist. Und jetzt kann die Reederei nicht fahren, weil es kein Personal gibt. Wahrscheinlich niemals den Landweg wieder zurück. Jetzt müssen wir erstmal pokern. So, guten Morgen, ihr Lieben. Also, wir haben ja glücklicherweise frühzeitig gebucht, weil hier ist ein Massenansturm, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und jetzt stehen wir 2 Stunden früher, beziehungsweise sogar 3 Stunden früher, hier an der Fähre, sind in strömendem Regen quasi aufgestanden und haben schnell die Flucht ergriffen. Und frühstücken jetzt quasi hier auf dem Fährstreifen, ist ja direkt nebenan, aber naja, na gut, ist natürlich nicht so schön, weil wir eigentlich nur kurz davor da sein müssten. So, und jetzt hoffen wir, dass wir mit der nächsten Fähre, die hier anlegt, das müsste nämlich rein rechnerisch eine große sein, weil um 23 Uhr schon die große gefahren ist. Die braucht 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück. Dann sollte die eigentlich jetzt wieder kommen und wenn wir Glück haben, kommen wir weg. So, also, schön Daumen drücken. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. So Leute, jetzt kommt der spannende Teil. Gerade eben war jemand von der Fähre da und wir durften unsere Namen auf Tonband sprechen. Wahrscheinlich, dass sie wissen, wer alles drauf war und so weiter. Könnte sein, dass wir in dem Fall drauf kommen. Das wäre ziemlich cool. Ich würde mich echt freuen. Und dann wären wir sogar 2 Stunden früher da. Aber es hätte eigentlich ein bisschen besser laufen sollen. Jetzt warten wir ab, ob wir überhaupt draufkommen. Der Höllenschlund hier vorne scheint tatsächlich der große von gestern zu sein. Und dann beten wir einfach mal alle noch zusammen. Wir alle! Dass es nicht so extremen Wellengang gibt. Weil wir haben nämlich nicht so dolle gefrühstückt und das könnte dann echt unangenehm werden. Naja, wir sehen. So, inzwischen haben wir dann auch schon unser altes Ticket vorgezeigt. Also quasi das für die Folgefähre. Und er meinte, wir müssen nicht nochmal bezahlen. Ich bin gespannt. Wir fahren auf jeden Fall drauf, so wie es aussieht. So, wir sind wirklich auf der Fähre. Hier unsere Super Lounge und legen auch schon ab. Interessant war das Reinfahren, es war nicht so eng. Da hätte keine Ahnung mehr dazwischen gepasst. Ich habe mich gefragt, wie ich es überhaupt geschafft habe, da mal auszusteigen. Aber nun gut, das ging tatsächlich noch. Zum Glück gibt es ja noch Schiebetüren, aber auch da ist eigentlich schon schwierig gewesen, die aufzubringen. Naja, wir fahren auf jeden Fall und sind sogar 2 Stunden früher dran, ziemlich abgefahren. Wir werden sehen. Die Haken kommen in den Garten. Ich bin der Einzige, der draußen ist. Es ist ganz schön Wellengang. Ich hoffe, man sieht es auf den Videos, die ich jetzt gleich einspielen werde. Wahnsinn. Und Janine geht es gar nicht so gut. Und Milli, der guckt den Jago auf dem iPad. Läuft.
So ihr Lieben, wir sind inzwischen von der Fähre runter und inzwischen wieder beim Polarkreis angekommen. Und diesmal auf der norwegischen Seite. Und ich war gerade hier einen Sticker kaufen und einen kleinen coolen Teddy für den Kleinen. Und den werde ich ihm jetzt gleich geben und dann kann er sich richtig freuen. Und dann fahren wir weiter bis Mo i Rana. Und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Also hier gerade nicht, weil hier jetzt nämlich 6 Grad. Und ich glaube, das wird ein bisschen zu schattig für die beiden im Dachzelt. Naja, ich würde wahrscheinlich hier bleiben. Hier liegt übrigens auch noch Schnee hinter mir. Sieht man noch eine ganze Menge davon. Leider kommt man nicht hin, sonst würde ich den Kleinen mal hinlaufen. Aber nee, nee, dafür regnet es mir zu viel. Da vorne sind sie, ich muss mal das Kuscheltier noch verschwinden lassen. Und dann, naja, sehen wir uns gleich wieder. Guck mal, Milli. In meinem Ärmel hat sich was versteckt. Was ist denn das? Also wie ihr jetzt gesehen habt, die Begeisterung für mein Kuscheltier hält sich leider in Grenzen. Das Falsche genommen war. Aber wisst ihr was? Ich glaube, es ändert sich noch. Gerade eine Mautstraße, die kostet für PKWs 4,50 €, also 45 Kronen, ja, vielleicht 4,20 € oder so aktuell. Die Straße ist in super Zustand, da kann man echt nicht meckern, also die ist auch definitiv Geld wert. Das Stück davor, das war eher gewöhnungsbedürftig, also stellenweise extrem eng und total voll mit Bodenwellen, teilweise großen Schlaglöchern. Die war nicht ganz so cool. Ne? Also 4,50 € ist völlig in Ordnung. Ganz schlimm. Wir fahren immer noch, es regnet immer noch. Jetzt machen wir hier gerade mal so eine kleine Hotdog-Pause. Wir sind inzwischen schon Mo i Rana durch und haben hier eigentlich einen ziemlich coolen Platz. Aber die Straße ist ziemlich stark befahren und das Wetter ist natürlich nach wie vor nicht gut. Jetzt sind wir so am Überlegen, fahren wir einfach weiter. Weil das nächste Ziel wäre so die Ecke Trondheim, bevor wir dann wieder nach Schweden rüberfahren. Und was sagst du, was machen wir? Ich weiß es nicht. Sobald kein Führerschein ist, würde ich fahren. Fahren wir weiter? Ja, es ist einfach scheiße. Und weitergefahren. Und hier ist es gerade trocken und wir haben hier so ein sehr abschüssiges Plätzchen, das man von der Straße aus nicht wirklich mitkriegt. Und würde ich euch gerne mal zeigen, das ist eigentlich ziemlich geil. Sagen, hier bleiben wir heute. Das ist ein schöner Flusslauf, der gefällt mir ziemlich gut. Er hat schon nie gefunden bei Park4Night und hier steht noch niemand. Ich bin total begeistert, das ist ein Riesenplatz. Kommt auf jeden Fall heute nicht vorbei, bitte. Wir würden gerne einfach in Ruhe stehen. Bye.
sind jetzt in Trondheim, haben es geschafft von Bodda nach Trondheim. War echt, die Straße war echt zäh, flüssig. Gefühlt ist der, muss ich nochmal gucken, komische Mensch. Wetter ist bescheiden. Und jetzt gucken wir uns ein bisschen Trondheim an. Und dann geht's wohl danach Richtung Schweden. Kleiner Spaß am Rande. Hier hinten ist ein Parkhaus und das ist noch nicht verheiratet. So ihr Lieben, hinter mir sind diese Häuser auf Stelzen, die jeder mit Trondheim verbindet, weil er sie aus dem Internet kennt. Und ich zeige euch mal, wo die Fotos tatsächlich entstehen, wenn man genau das so ablichten will. An einer extrem muckigen Tankstelle, die einfach mal irgendwie, naja. Instagram versus Reality, da habt ihr es. So war natürlich ein Witz, es gibt noch einen zweiten Spot und der ist genau hier. Aber ich wollte natürlich beide Bilder haben, weil der Winkel von dem anderen Spot ist noch ein bisschen cooler als der hier, weil man deutlich mehr drauf kriegt mit dem Weitwinkel. Und hier könnt ihr also herkommen. Ich glaube, hier kommt so ziemlich jeder her, weil man hat so einen kleinen Steg, über den man dann auch noch mal rüberlaufen kann. Zeige ich euch mal, der ist nämlich hier. Und dann kann man so ein kleines bisschen aufs Wasser gehen und noch mal richtig schön einfangen. Und der nächste Spot wäre natürlich dann hinten eine der zwei großen Brücken. Die wären dann einmal hier hinten und einmal auf der anderen Seite hier vorne. Hier ist aktuell so ein kleiner Pizzaladen für euch als Orientierung. Dann findet ihr bei Google Maps wahrscheinlich den Spot schneller, falls ihr auch noch mal her wollt. Ganz spannend. Hier unten ist der Spot und jetzt Surprise. Wir sind durch die ganze Stadt gelaufen und hier steht der Caddy. Also 50 Meter davon weg. Eigentlich müsste ich jetzt irgendwie so illegal da runterfahren und den noch mit fotografieren, aber da sind ein paar Poller. Da komme ich nicht dran vorbei. Leider. Wir sind jetzt in einem Pizzaladen, direkt neben dem quasi Trondheim-Hotspot. Weil wir haben ja auch direkt geparkt. Das heißt, wir essen das jetzt dick und cool und dann können wir einfach in den Caddy rollen. Und der arme Olli muss leider dann wieder Auto fahren. Kann jetzt der Drops gehen reden. Ja. Käsekuchen, Prost! Gerade eben, ich dachte schon, der andere Pizza hat mich schon gefreut. Wir haben nämlich richtig dolle Hunger. Denn nämlich, wenn wir immer campen, haben wir die Angewohnheit, irgendwie nicht so viel zu essen. Das ist unser Ding gegen Mücken. Komm.